Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Pannen beim digitalen Schulstart, Lockdown wohl bis Ende Januar und mehrere Brände in U-Bahnhöfen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 4. Januar. Beim digitalen Schulstart ist es am Montagmorgen zu zahlreichen technischen Problemen gekommen. Bei Berlins größter Plattform für Homeschooling, dem Lernraum Berlin, häuften sich kurz nach 7 Uhr die Problemberichte. Auf Twitter beschwerten sich zahlreiche Eltern und Lehrer darüber, dass nicht einmal das Einloggen funktioniere. Durch den Lockdown gibt es aktuell keinen Präsenzunterricht. Für den digitalen Homeunterricht sind Lehrer und Schüler auf die Plattform Lernraum Berlin angewiesen. Der Landeselternausschuss spricht sich dafür aus, die Schulen in Berlin ab nächster Woche teilweise zu öffnen. Im rbb-Inforadio sprach der Vorsitzende Norman Heise am Montag davon, mit einem Teilungsmodell für die Schulen zu starten. Heise schwebt vor, dass Grundschüler im Wechsel 3 Stunden unterrichtet und 2,5 Stunden betreut werden. Oberschüler sollen zwischen Tagen mit und Tagen ohne Unterricht wechseln. Auf diese Weise soll bis zu den Winterferien in der ersten Februarwoche verfahren werden. Eine Verlängerung des aktuellen Corona-Lockdowns zeichnet sich ab. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen berichtet, haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, den Lockdown bis zum 31. Januar zu verlängern. Am Dienstag ist eine Konferenz der Bundeskanzlerin und der Landeschefs angesetzt, bei welcher endgültig über das weitere Fortgehen entschieden wird. Laut dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Sonntagabend gibt es in Berlin 656 Corona-Neuinfektionen. Allerdings haben über den Jahreswechsel nicht alle Gesundheitsämter bisher ihre Zahlen gemeldet. 2 von 3 Corona-Ampeln stehen aktuell auf Rot. Deutlich mehr als jedes dritte in Berlin verfügbare Krankenhausintensivbett ist aktuell mit einem Corona-Patienten belegt. Die Bettenauslastung liegt bei 34,9%. Ebenfalls weiter rot zeigt die Ampel der 7-Tage-Inzidenz. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 129,8 Berliner infiziert. Nach mehreren Tagen des Stillstandes wurden am Montag die Impfungen in der Arena in Treptow fortgesetzt. Aktuell werden die über 90-Jährigen geimpft. Laut dem Betreiber des Impfzentrums sollen pro Tag rund 600 Menschen geimpft werden können. Nach Senatsangaben wurden bisher 15.800 über 90-Jährige zu den Impfungen eingeladen. Die Resonanz sei aber bisher verhalten. Um die Impfungen für die Hochbetagten zu erleichtern, können Berliner, die über 90 Jahre alt sind, umsonst mit dem Taxi zum Impfzentrum in Treptow fahren. Die U9 bleibt nach dem Großbrand im U-Bahnhof Schlossstraße deutlich länger unterbrochen als erwartet. Wie eine BVG-Sprecherin am Sonntag bekannt gab, bleibt die Strecke zwischen den Haltestellen Walter-Schreiber-Platz und dem Rathaus Steglitz mindestens bis zum 10. Januar gesperrt. Am Samstagnachmittag war an dem U-Bahnhof ein Feuer ausgebrochen, welches durch ein Großaufgebot von 110 Feuerwehrleuten gelöscht wurde. Der verursachte Schaden ist nun allerdings größer als zunächst angenommen. Auch im erst kürzlich eröffneten U-Bahnhof Rotes Rathaus der U5 hat es am Montagvormittag gebrannt. In dem U-Bahnhof war ein rauchender U-Bahn-Wagen. Um den Brand im Wagen zu löschen, rückte die Berliner Feuerwehr zunächst mit einem Großaufgebot von 145 Kräften an. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, konnte der Brand dann aber zügig gelöscht werden. Es kam zu zwischenzeitlichen Unterbrechungen im Fahrbetrieb. Alte VBB-Fahrkarten sind noch bis Ende Juni gültig. Seit Neujahr sind die Fahrkartenpreise für Busse und Bahnen im VBB-Verbund um durchschnittlich 1,9% gestiegen. Schon gekaufte Tickets verlieren aber nicht sofort ihre Gültigkeit. Die Voraussetzung ist, dass entsprechende Einzelfahrscheine und Gruppen- sowie Tageskarten noch nicht entwertet wurden. Alles gleich bleibt beim Jahresticket der Umweltkarte. Hier ändern sich weder Preis noch Gültigkeit. Wie die Berliner Stadtreinigung bekannt gab, wurden am Neujahrestag 2021 gut 2/3 weniger Silvestermüll als üblich gesammelt. Am 1. Januar kamen rund 130 Kubikmeter zusammen. Im letzten Jahr waren es noch 400 Kubikmeter. Laut einem BSR-Sprecher habe es kaum flächendeckende Verschmutzungen gegeben.
In den vergangenen Jahren hatte die Müllmenge dagegen tendenziell eher zugenommen. Die BSR beginnt am Donnerstag in Berlin damit, Weihnachtsbäume abzuholen. Bis zum 20. Januar gibt es dafür in den verschiedenen Bezirken zahlreiche verschiedene Abholtermine. Diese können auf der Internetseite der BSR nachgesehen werden. Dort lässt sich auch der genaue Termin für die eigene Adresse heraussuchen. Allerdings ist zu beachten, dass der Baum ohne Weihnachtsschmuck und Verpackung am Straßenrand abgelegt werden soll. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Montagnacht bleibt der Himmel bedeckt bei Tiefstemperaturen von 0 Grad. Regen ist möglich. Der Dienstag zeigt sich kalt und bedeckt bei Höchsttemperaturen von 1 Grad. Ab Mittag besteht die Möglichkeit auf Schauer. Auch die weitere Woche bleibt bei Temperaturen um die 1 Grad ungemütlich. Mittwoch erwartet uns ein Schnee-Regen-Mix. Donnerstag bleibt der Himmel dann bedeckt. Am Freitag ist dann wieder mit Schnee zu rechnen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.